Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal Kallis Kuckumut. Da ja das Räuberfleisch bei euch richtig gut angekommen ist, mache ich heute mal das Gangsterfleisch. Da lege ich nochmal ordentlich einen drauf. Wie das geht und was ich verwende, seht ihr nach dem Intro. Folgende Zutaten benötigen wir fürs Gangsterfleisch. Kommen wir bitte ran. Wir brauchen ein ordentliches Stück Kassler, Sahne, Rinderfond, Gemüsezwiebel, gepressten Knoblauch, Paprika edelsüß und geräuchertes Paprika, Kräuterschmelzkäse, Rosenkohl, TK-Ware heute und eine Paprikasauce. Es wird ja wieder mega lecker. Die genauen Mengen kommen wieder in die Videobeschreibung und los geht's. Habt ihr eigentlich meinen Kanal schon abonniert? Wenn nicht, dann macht das mal bitte. Unten die Glocke an, dann werdet ihr jeden Freitag 18 Uhr informiert, wenn ich ein neues Video rausgebracht habe. Damit unterstützt ihr den Kanal und danke. Wir beginnen mit dem Kassler, das nehmen wir uns und schneiden uns das auf, aber nicht durchschneiden, wie auch schon bei dem Räuberfleisch. Ich verlinke euch das hier oben nochmal, das Räuberfleisch, und danke fürs Zuschauen. Ich ziehe mir hier schon mal direkt Handschuhe an, macht sich einfacher, nachher wieder die Hände sauber zu kriegen. Aber das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Dann nehmen wir uns das Kassler und schneiden das auch wieder daumendick ein, aber nicht bis durch. Da die Konsistenz hier generell ein bisschen fester ist, habe ich es auch jetzt nicht aus dem Eisfach geholt. So, guckt euch das an. So sollte es jetzt aussehen. Jetzt nehmen wir uns das Paprikapulver, vermischen das und geben das oben drüber. Schön einmassieren. Jetzt nehmen wir die Paprikasauce. Das wird jetzt eine richtig schöne Schmatterei. Und geben das auch drüber. Das kann auch ruhig dazwischen laufen. Und auch ordentlich einmassieren. Mit den Fingern immer schön zwischen die Scheiben gehen. Dass das überall hingelangt. Oh, mir läuft schon wieder das Wasser im Mund zusammen. Dadurch verteilt sich auch nochmal schön das Paprikapulver. Und wenn es getan ist, drehen wir es noch einmal um und schmieren die Reste auch noch auf die Unterseite. Jetzt legen wir es kurz beiseite. Jetzt kümmern wir uns noch um die Zwiebeln. Die schneiden wir uns einfach in Ringe. Versucht sie leicht dick zu schneiden. Jetzt geht's weiter mit dem Kassler. Da packen wir jetzt überall Zwiebeln rein. Kann ruhig eine ordentliche Menge sein. Steckt das ruhig schön weit rein. Die Schnitte waren ja tief genug. Jetzt kommen wir noch zum Schmelzkäse. Das wird jetzt eine richtig schöne Sauerei. Da darf man sich auch mal die Ärmel ein bisschen hochkrempeln. Den nehmen wir uns jetzt. Massieren den schön ein. Schön dazwischen machen, dass überall der Schmelzkäse ist. Oh, so sollte es jetzt aussehen. Perfekt. Und das war's jetzt mit den Vorbereitungen. Jetzt sehen wir unseren Dutchofen wieder. Ich habe hier immer ein bisschen Kokosfett drin, so lege ich mir den Dutchofen mal weg. Jetzt belegen wir den mit den Zwiebeln, sodass der Boden voll bedeckt ist. Oh, jetzt kommt wieder das Beste. Wir geben das Stück Fleisch rein. Passt perfekt. Diesmal habe ich auch keinen Lebensmittelgarn drum. Brauchen wir heute nicht. Jetzt kommen erstmal die Flüssigkeiten rein, die Sahne, der Rinderfond, wir geben den Knoblauch mit rein,
und den Rosenkohl noch mit dazu. Unterm Dutch-Ofen habe ich jetzt alles voller Briketts. Wenn es anfängt zu kochen, nehme ich da mal zwei weg, dass das Ganze in Ruhe kochen kann. Nach einer halben Stunde gucken wir mal rein und denkt immer daran, Flüssigkeit im Auge behalten. Könnte sein, dass wir nochmal was nachfüllen müssen. Ich freue mich schon drauf. Es riecht jetzt schon lecker, ist noch nicht mal richtig warm. Es wird mega. 20 Minuten hat es gedauert, bis es anfing zu kochen. Jetzt ist eine Stunde Kochzeit um. Also wir sind jetzt schon bei einer Stunde und 20. Wir gucken mal gemeinsam rein. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Sehr schön. Wird eine richtig leckere Soße. Kassler ist ja eh lecker, also das wisst ihr ja, dass ich Kassler sehr gerne esse. So leicht wie es hier köchelt, genauso wollten wir es auch haben. Dass das halt nicht von unten anweckt, trotz dass da die Zwiebeln sind. Dann geben wir dem Ganzen jetzt, noch 20 Minuten. Deckel geht wieder rauf. Wir sind fertig. Lass uns noch mal reingucken. Oh, herrlich. Puh, ist das ein Geruch. Wir sind fertig. Das Beste zum Schluss, es geht ans Verkosten. Guckt mal hier. Und los geht's. Machen wir ein bisschen Fleisch ab. Dazu gibt es heute wieder Salzkartoffeln. Bisschen Zwiebel. Der Käse ist sogar noch schön da. Nicht alles zerlaufen, sehr lecker. Super zart. Hab extra kein Salz mehr angemacht, falls das Kassler zu salzig ist. Geschmacklich perfekt abgepasst. Eine richtig runde Sache. Ihr solltet es unbedingt mal nachmachen. Wenn ihr es nicht nachmacht, verpasst ihr wirklich was. Ich muss einfach nochmal. Also Fleisch ist butterzart. War jetzt Kochzeit wirklich eine Stunde und 30 Minuten. Genau richtig. Einfach nochmal. Wow. Dadurch, dass ich oben dann nochmal Briketts draufgelegt habe, haben wir hier auch eine leichte Kruste. Ist genau richtig. Schmeckt einfach nur wirklich super lecker. Wem das Räuberfleisch schon geschmeckt hat oder wem das Video schon gefallen hat, der sollte das Gangsterfleisch auf jeden Fall nachmachen. Das ist der Wahnsinn. Es schmeckt so lecker. Ihr würdet echt was verpassen, wenn ihr es nicht nachmacht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch. Abonniert mich auch sehr gerne. Lasst gerne mal einen Kommentar da. Und danke.